Jetzt rennen Sie bitte nicht weg. Nein! Sie können doch nicht ständig Autos klauen hier. Ist unglaublich. Sie müssen unbedingt in Therapie. Außerdem, welcher Officer hat ihn eigentlich... Jetzt nein! Nein! Bleiben Sie... Ich brauche Ihr Auto. Nein, es ist broken down. Nein, was mache ich jetzt? Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPD-FR. Ja, wir haben hier gerade unsere Pause gemacht vor unserer letzten Schicht quasi. Wir sind jetzt aufs Land rausgefahren und gucken mal, was hier so abgeht. Haben jetzt hier einen späten Abend, ich glaube 20 Uhr haben wir jetzt. Wir haben genau 20 Uhr und müssen gucken, dass hier Recht und Ordnung herrscht. Und diese Pflanze hier ist zum Beispiel viel zu weit auf dem Gehweg. Die darf gar nicht so weit rausstecken, die muss eigentlich gestutzt werden. Aber darum kümmert sich dann der Gärtner, nicht wir. So, wir gehen mal in unser Auto. Hallo. Hier sind noch tolle Telefone. Hier unser wunderschöner Polizeiauto. Ische. Wir steigen mal ein und gucken mal, wann und wie wir den ersten Einsatz kriegen werden. Wir fahren mal los hier. Und wir fahren hier mal zwischen. Das ist eigentlich voll gefährlich, aber egal. So. Ich mache wieder ein bisschen das Spiel lauter. So. So, herzlich willkommen zu LSPDFR. Moment mal, da ist doch jemand rechts. Guck mal, was mit dem los ist. Hallo, bleiben Sie bitte stehen. Hallo. Bleiben Sie bitte stehen. Hallo. Guten Tag. Ich glaube, Sie sind... Gehen Sie mal ein bisschen von der Straße weg. Genau. So, komm. Ich würde sagen, wir nehmen Sie mal mit. Sie sehen sehr durcheinander aus, wenn ich das sagen darf. Sie sind von den Lost. Das war eine gefährliche Biker-Gang, ja. Und passen Sie auf, dass Sie nicht umgefahren werden. Kommen Sie bitte mal ein bisschen mit hier auf den Standstreifen, ja? Wir schieben Sie mal hier rüber. Oh, niemand hat gerade... Okay, die Kollegen kommen und nehmen Sie jetzt mit. Wir werden Sie dann zur Wache bringen. Weil hier auf der Autobahn ist das doch ein bisschen gefährlich. Die Kollegen, die machen dahin noch ein bisschen Bullshit, aber in sie können sie vollständig vertrauen. Ich bin da mal weg. Die Kollegen machen das schon. Verfolgen Sie mich nicht. Nein, gehen Sie. Ah. Die Kollegen machen Scheiße. Nein. Ja, da sind dann wohl die Kollegen. Gott, Alter. Stone Police Vehicle, alles klar. Wir machen hier so Einsatz. Stone Police Vehicle. Wir fahren mal ganz professionell hier runter. Was ist denn das da hinten? Ah, okay, ein Sheriffwagen. Kommen wir da runter? Ja. So. Oh Gott, jetzt geht's hier über die... Oh, über die Flüsse. Am Fluss entlang. Über Feldwege, so rum. ich verstehe nicht, warum man Polizeiautos klauen muss. Das kommt nicht in meinen Kopf, aber ich glaube, das ist dann im Prinzip eh egal. Hauptsache, man hat ein Auto, mit dem man flüchten kann. Jedenfalls haben sie jetzt die richtige Polizei hinter sich hier, ne? Herr Kollege, bleiben Sie bitte mal stehen. Ich würde gerne Ihre Personalien... Okay, jetzt haben wir eine Verfolgung. Wir holen Assistance und zwei Helikopter. Oder kommen sie schon? Wow, das war jetzt aber schnell. Okay. Nicht schießen. Hier. Bleiben Sie stehen. Sie haben keine Chance. Genau. Alles ist gut. Gehen Sie auf den Boden, bitte. Wieso klauen Sie ein Polizeiauto? Können Sie mir das bitte mal erklären? Oder können Sie sich das selber nicht erklären, wie Sie darauf kommen? Also das ist ja auch noch hier... Das finde ich nicht gut, dass sie hier Sheriffwagen klauen. Das muss einfach nicht sein. Und wenn wir jetzt die Assistance lassen Sie bitte die Tür hier zu. Hallo? Ey, fahren Sie nicht ohne... Hallo? Würden Sie bitte rauskommen? Ey, das ist unglaublich. Jetzt kommen Sie bitte raus. Sie gehen jetzt bitte von dem Auto sofort weg.
Jetzt seien Sie doch ruhig da hinten. Jetzt steigen Sie hier nicht ein. Da hinten ist schon unsere Kollegen. Die werden Sie dann gleich ab. Das gibt's doch nicht. Ich muss ich hier eine reinhauen? Hallo? Jetzt gehen Sie von dem Wagen hier runter. Raus aus dem Auto. Hallo, das... Hallo, das gibt's doch jetzt hier nicht. Gehen Sie jetzt raus hier, mein Gott. Klaut der unsere Karre, ist unglaublich. Oh, warte, das wollte ich eigentlich gar nicht. Okay, pass auf, wir bringen sie einfach selber zur Wache. Das hat, glaube ich, keinen Sinn, wenn wir hier warten. Hier, machen Sie mal hinten. Steigen Sie hier ein. Komm. Genau. Ganz ruhig. Mach auch die Tür zu. Ich werde Sie jetzt zur nächsten Wache begleiten. GPS. Ist das eigentlich eingezettelt? Oder ne? Friseur. Bla 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 bla. Geld unter Schlupf. Okay, gibt's nicht. Da müssen wir auf der Karte das Ding markieren. Hier Highway? Nee, wir fahren durch nach Sandy Shores. Das sind 3,95 Kilometer. Wir fahren mit sie. Wieso wird die jetzt verhaftet? Egal, ist nicht unser Ding. Wir fahren mal weiter. Wir fahren so zur Wache. Das sind 4 Kilometer. Das ist toll. Ach, das ist auch scheiße, ey. Ich verstehe nicht. Warte mal, wir machen mal den Reload. Das, ich habe gehört, das liegt irgendwie daran, dass die Rage Hook irgendwie ein bisschen buggy ist zurzeit. Und deswegen crasht LSPDFA manchmal. Das heißt, da können wir gar nicht mehr so viel machen. Aber naja, ist ja easy gemacht. Und einfach Reload all Plugins und dann geht das ja auch schon wieder. Also das ist nicht so schlimm. Schlimmer ist es dann eher, wenn die Script Hook abschmiert. Ah, das war schon... Das tut mir jetzt leid, dass ich den Typen umgefahren habe. Oder das Hasen. Den Hasen. Das Hasen. So. Hapapapapapapa. Boah, ist die Landschaft schön, ey. Also nur mal, um die Mods zu verweisen. Die Mods sind alle in der Beschreibung. Vor allem die Grafikmods gibt wirklich was her. Huch. Es ist wirklich ziemlich nice. Hallo, hier ist ein Rennen. Dürfen Sie hier überhaupt? Moment mal. Okay, alles klar. Da wird auf jeden Fall was abgehen, aber ich würde sagen, ich hätte gerne, wer ist denn hier der Veranstalter? Sind das Sie hier vorne? Oh, scheiße, dass ich gleich was annehmen hier. Moment, ich, lieber hier hin. Hallo, sind Sie der Verantwortliche hier? Was holen Sie da raus? Haben wir eine Zigarette, okay. Ist das Rennen hier angemeldet? Ey. Das ist oh Gott. Nehmen Sie die Hände nach oben. So, ich würde sagen, erfolgreich aufgelöst. Wir brauchen ein paar Tow Trucks. Mein Dingsel geht nicht. Mein Police-Helper geht nicht. Wieso geht der nicht? Wieso kann ich das Menü nicht öffnen? Egal. Dann halt nicht. Ich finde das aber nicht so sozial, dass die Karre abgeschlossen ist. Kommen Sie bitte mal raus hier. Jetzt geht die Kappe, warte mal. Gibt's nicht irgendwie ein Ding, dass sich alle Autos... Boah, Mann. Wieso muss eigentlich diese Scheißrad so buggy sein? Da gab's immer noch kein Update von Rage Hook, ey. Ist auch kacke. Keybindings. Nee, ich kann jetzt auch nicht nachgucken. Ja, genau, Hummus hat ein neues Auto. Lass uns da nicht den Spaß destroyen. Die Frage ist nur, Moment mal, wir müssen, glaube ich, mal kurz raus. Ah, jetzt sind wir Polizist. Ah, okay. Jetzt sind wir halt wieder der da. Okay, das heißt... ich muss kurz meinen Model wechseln, aber das geht ja eh schnell.
Das heißt, wir sollten jetzt, bis das neue Plugin kommt, in Los Santos bleiben, sodass wir immer zur Not den richtigen Polizisten haben. Man, ist ja nicht schlimm, ne? Jetzt wissen wir halt, wie wir es machen müssen. Aber es wäre trotzdem mal schön, wenn die Rage Hook da mal ein Update rausbringen würde. Aber gut. Alles in Ordnung. Vollkommen okay. Wir fahren irgendwie ein bisschen schneller, habe ich so das Gefühl. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen langsamer fahren. Was cool wäre, wenn es eine Mod gäbe, wo die Geschwindigkeit irgendwie angezeigt wird, wie schnell man gerade fahren dürfte. So unten rechts oder oben rechts in der Ecke oder so, wäre jetzt schon ziemlich geil. Irgendwie. Aber gut. Dann halt nicht, ne? Ist auch kein Problem. Ach du Scheiße. Na, ich fahre ein bisschen unnormal. Na, fahr doch mit 100 km/h, ey. Das kann ich mir echt... Sind das 100? Ja, könnten eigentlich schon 100 sein. Ja, wir fahren mal ein bisschen runter auf 60. Ja, 80. Ne, ich kann ja nicht auf 80 bleiben. Ich muss ein bisschen Gas geben. Wir dürfen nur 50 fahren. Das heißt, wir dürfen so schnell. Und wenn wir hier so machen, wir haben hier eh Sonderrechte. Das heißt, wir dürfen eigentlich eh ein bisschen schneller fahren. Wir sollten halt gucken, dass das im Rahmen bleibt. So, da hinten ist es schon. Im wunderschönen Sandy Shores. Das ist ein tolles Umland, was sie hier gemacht haben. Ah, Los Santos und Blaine County so schön und Sandy Shores und Sonora Desert. Hä, wieso ist eigentlich nicht ein Schussloch drin? Wurde ich immer mal beschossen? Keine Ahnung. Egal. Uah. Nice. Danke für das Kacklicht. Vollkommen in Ordnung. So. Guten Tag. Ich hätte einen Gefangenen. Hör, der war gerade da vorne, das Prison-Zeichen. Fahr mal nach hinten. Kein Problem. Kein Problem. So, das ist hier rein. Da. Oder da in der Einfahrt. Logischer wäre hier. Wobei noch logischer wäre eigentlich hier drüben. Da passiert nix. So, was mache ich jetzt mit Ihnen? Okay, pass auf, ich habe eine Idee. Wir fahren jetzt zum Broken Down Vehicle Event, was da vorne ist. Oh Gott. Oh Gott. Guck mal, die Nachbarn, die sind erhalten. Guten Tag. Kann ich sie irgendwie zum Aussteigen zwingen? Genau. Jetzt rennen sie bitte nicht weg. Nein! Sie können doch nicht ständig Autos klauen hier. Ist unglaublich. Sie müssen unbedingt in Therapie. Außerdem, welcher Officer hat ihn eigentlich... Jetzt nein! Nein! Bleiben Sie... Ich brauche Ihr Auto. Nein, es ist broken down. Nein, was mache ich jetzt? Okay. Der Typ... Okay, wir gucken uns mal ihr Auto an. Hallo. Ah, guck mal. Meine Waffe liegt so lange nach hinten, ne? Drive your vehicle again. So. Just make sure to visit the garage as soon as possible. Alright. Okay, wir testen mal. Ah doch, es funktioniert. Bitteschön. Sie sollten da wirklich dringend in die nächste Garage fahren. Uah. Und bitte fahren Sie mich nicht um. So. Wir stehen ohne Karre da. Was machen wir jetzt? Wir holen uns eine neue Karre, würde ich sagen. Nein, so einen möchte ich. Genau, so einen. So, das machen wir ein bisschen zum Ende der... Was heißt zum Ende der Folge? Eigentlich voll Mitte der Folge. Aber gucken wir, dass wir ein bisschen Action reinbekommen hier. So, Animal Attack, alles klar. Animal. Code 99 bei Animal. Oh, jetzt ist das mir noch durch. Bei Animal Attack, okay. Finde ich ein bisschen übertrieben, aber okay. So, der Täter ist schnell gefunden. Es ist ein Berglöwe, wie ich denke. Oh ja.
Oh Gott. Okay. Attention all units. We are code 4. No further units required. Oh, ich brauche einen Corona. Oh, ich habe ihn erschossen, aber ich weiß nicht, wie kann man da noch agieren? Weil ich weiß, es ist ja einer aus den Kommentaren. Wie könnte man... Alter, wieder da liegt, Alter. Ich muss mal ein bisschen an den Straßenrand schieben. Wie könnte man jetzt dann noch agieren? Könnte man da jetzt wirklich so Tierschutz anfordern oder so? Homicide, alles klar. Ich muss los. Ach, guck mal, die nehmen auch, glaube ich, tatsächlich das Tier mit, oder? Das muss ich mal kurz angucken. Nimmt er das mit? Ja, tatsächlich, okay. Wir fahren zu Homicide. Wir fahren ein bisschen in First Person. Oder spielen einfach mal ein bisschen in First Person. Müssen wir auch mal wieder machen, ne, in der Folge. Ich probiere ja, wie gesagt, immer ein Gleichgewicht daraus, aus First Person und Third Person zu bekommen. Manchmal gelingt es mir, manchmal nicht, aber gut. Homicide. Aber ein bisschen näher können wir schon fahren. Noch ein bisschen näher. Ja, noch ein bisschen näher. Oh Gott. Bleiben Sie stehen. Ey, bleiben Sie stehen. Auf dem Boden. Nicht mit mir prügeln, bitte. Danke. So, ich werde sie festnehmen wegen Verdacht des Mordes und wegen Morde. Nee, wegen versuchten Mordes. Ich werde sie abführen lassen. Aber nicht von dem da vorne, weil der macht nämlich lauter Unfälle. Was denken Sie eigentlich? Wo ist eigentlich die Schrotflinte? Oh, ich höre einen Berglöwen. Egal. Finde ich nicht gut, was sie sich dabei denken. Ich warte noch schnell, bis die Kollegen da sind. Dann werden wir auch weiterfahren, werden sie abgeführt werden. Warum ziehen sie sich solche hässlichen Klamotten an, ja? Also ohne Spaß, das geht gar nicht hier, was sie da anziehen. Das kann man echt nicht bringen. So, hallo. Herr Herren, was wollen Sie? Ah! Bleiben Sie stehen. Mein Gott. Nicht rüberfahren. Gut, dem anderen werden wir fanden. Fahnden, nicht fanden, oder? Keine Ahnung. Oh, ich glaube, der Hund da hinten möchte Stress. Der Hund möchte Stress. Ich muss mir eben gleich tasern. Wie kann ich denn jetzt noch agieren? Oh, oh. Ich muss es tun, Leute. Es tut mir leid. Ah, ich fühle mich immer so schlecht. Nein. Ah! Steh auf und sie fahren weg. Und den hier muss ich auch noch abschleppen. Zwei Tote, weil der eine nämlich angreifen wollte. Scheiße. Fahren Sie doch weiter! Roger, we're heading over now. Hallo, fahren Sie jetzt bitte weiter. So, nehmen Sie den Hund mit? Hallo? Der Hund braucht ein Begräbnis. Ich habe ihn umgebracht, weil ich nicht weiß, was ich sonst machen sollte. Hallo, fahren Sie jetzt bitte weiter? Ich glaube, ich muss meine Karre aus dem Weg. Oder die Leiche ist im Weg. So, wir fahren mal eben. Ah ja, okay, jetzt geht's. Und den Hund bitte auch noch, ja? Okay, finde ich gut. Wir fahren so lange weiter auf Streife. So, wo können wir denn noch lang fahren? Hier könnte man eigentlich mal lang fahren. Auf dem Highway. Perfekt. Machen wir mal ein bisschen Highway. Unsicher. Da, da, da. Boah, das ist eine coole Straße hier. Da bin ich mal im Singleplayer mit dem Bike lang gefahren. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, das ist cool. So. Und da sind wir schon auf dem Highway to Hell. So, ich nehme... Hier fehlen definitiv Props. Irgendwie fehlen die Pflanzen. Egal. Wir machen weiter Streife. We have a traffic alert. Known drugs runners in vehicle. Nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Muss jetzt nicht sein. Das muss jetzt nicht sein. Ich würde sagen, eine allgemeine Verkehrskontrolle ist immer gut. Und zwar halt mit dem Blister hier vorne an. Und er beschleunigt scheinbar oder möchte das stoppen?
Noch ist es keine Verfolgung, aber wir bleiben auf jeden Fall dran. Boah, das ist aber schnell, ne? Ah, jetzt. So. Einen wunderschönen guten Tag, die Herren, ne? Ne, wir haben eben, ja. Ne, nicht so. Hallo, ich hätte gerne Ihre Autoschlüssel. Nur zur Sicherheit. Und jetzt hätte ich gerne mal Ihre ID, eine allgemeine Verkehrskontrolle. Sie werden danach wieder unverzüglich in den Straßenverkehr entlassen. Wie hießen Sie? Jordan Coffee. Alles klar, ich hoffe, Sie hatten Ihren Kaffee heute schon. So, John Coffee hat nichts. License ist suspended. Was heißt denn suspended? Bin ich jetzt dämlich? Nee, aber wenn es nicht rot ist, halt, denke ich, das ist normal. Was ist denn suspended? Ah, egal, ist egal, ne? 1997. Oh, Sie sind ein sehr junger Fahrer. Aber Sie sehen sehr alt aus. Naja, ist ja nicht mein Problem. Ja, Sie können weiterfahren. Ich muss Ihnen nur noch die Schlüssel mit. Hat er sein Auto kurz geschlossen, der Sack? Unglaublich. So. Also manche Leute gibt's, ne? Die haben echt keine Geduld. Weißt du, schließen einfach die Karre kurz. So, den da? Nee, den halten wir nicht an. Wen halten wir jetzt noch zum Schluss an? Irgendeinen Flitzpiepel gibt's hier doch noch. Hinten ist ein Stone Vehicle Event. Da kommen wir jetzt aber nicht so leicht hin. Boah, wie schnell die hier fahren. Aber finde ich cool. Den GTA-4 sind die so lahmarschig gefahren. Hier fahren sie immerhin schnell. Komm, hier ist eine richtig schöne Ami-Karre. Hier halten wir jetzt mal an. Ey, nicht vorwegfahren. So. Bitte mal rechts ranfahren oder links. Die meisten fahren ja irgendwie links ran. Genau. Und auch hier machen wir wieder die Tür zu. Ey, nicht rennen, Herr Officer. So. Gute Tag, die Herren. Einmal bitte Ihre ID. Das tut keinem weh, ne? Die ID tut keinem weh. Das ist immer gut, wenn man hier, ne? Vertrauen. Jack Sims, okay. Jack Sims. Jack Sims 3. License is suspended, no active warrants. Das ist ja voll langweilig, ey. Ich hätte jetzt mal gerne hier irgendwie dreifachen Massenmörder, irgendwie saß schon 50 Jahre im Knast, ist jetzt rausgebrochen, hat sich einen geklauten Pickup geholt. Was, solche Fälle möchte ich mal. So, können Sie natürlich auch leider weiterfahren. We have a traffic alert in Grape Seed for narcotics in transit. Was wird das jetzt? Nein, ich will nicht umfahren. Oh Gott. Okay, pass auf, wir hängen uns einfach mal dran. Ich habe keine Ahnung, wo der hinfährt. Roger, dispatch, we are en route. Okay, wieder, da kommen wir eh nicht dran. Okay, scheiß drauf. So, wen halten wir jetzt noch an? Irgendwas, irgendjemand. Oh. Warte mal, wir spielen ja Roleplay, ne? Als Polizist muss ich jetzt eigentlich zurückfahren. Oh, guck mal, er lebt noch. Dann kann ich aber nicht wirklich Roleplay spielen, wenn er jetzt noch lebt. Ne, ich kann kein Roleplay spielen. So. Nein, nicht mich reinfahren. Den da vor uns, den halt nochmal an. Guck mal, der zieht auch weg hier, der zieht weg. Der ist für mich gleich verdächtig da vor uns hier, der Rote. Halt mal gleich mal an hier. Ja, wir haben ihn angehalten. Wieso bremsen die Autos? Wieso wurde das noch nicht gefixt im fucking LSBTFA, dass die Autos so kacke abbremsen? Mir kann keiner erzählen, dass das vom Spiel kommt. So, ID, please. Vielen Dank. Das sieht schon aus wie so ein Schwerverbrecher, ey. JP Jeep, Alter. Das ist auf jeden Fall ein Gangmitglied. So. License suspended, no active warrants. JP Beep. Müssen wir die auch wieder freilassen, ey. Dann ist die Warning und. Was ist jetzt hier? Ach, guck mal. Da hinten. Okay, das nehmen wir jetzt noch an hier, komm.
So, wir fahren mal in Sondersignalen gegengesetzter Fahrtrichtung, aber halt langsam. Hostage Situation auf dem Highway. Pass auf, wir probieren jetzt mal den Täter nicht zu erschießen. Nehmen Sie die Hände hoch. Okay, perfekt. Waffe, da nehmen wir mit. Okay, sie fahren weg. Sie laufen weg und sie nehmen mich natürlich fest. Attention all units. We are code 4. No further units required. Okay, das ging aber jetzt überraschend. So, sie gehen mal in die Straßenrente. Ja, sie haben keine Rechte. Keine Rechte haben sie. So. Die Kollegen werden sie natürlich abführen. Und ich würde sagen, wir sind jetzt bei knapp 26 Minuten. Ich würde sagen, wir machen mal Schluss. Für heute. Wann geht's weiter? Ich weiß nicht, wann es weitergeht. Ist gerade ein bisschen stressig. So privat und so, aber das ist ja egal. Irgendwann geht's weiter mit LSBFR. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Tschüss.